Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute betrachten wir mal den Menschen wieder aus ganzheitlicher Sicht mit einem tollen Arzt, Dr. Gerhard Kögler. Er ist auch medizinischer Leiter der Akademie für traditionelle europäische Medizin. Und wir werden da heute noch mal ganz tief ins Thema einsteigen. Freuen Sie sich drauf und bleiben Sie dran. Hallo lieber Gerhard, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ein Hallo zurück. Und ich freue mich schon, mit dir ein bisschen plaudern zu können über dieses spannende Thema eben Anthropologie und Medizin. Ja, da freue ich mich auch sehr. Vor allen Dingen du als Arzt hast ja auch schon in verschiedenen Sendungen mir wirklich erklärt, dass es wichtig ist, wirklich den Patienten ganzheitlich zu betrachten, seine Geschichte, dass du dir auch immer über eine Stunde Zeit nimmst, um wirklich dir ein größeres Bild zu machen. Und von daher freue ich mich jetzt, mit dir noch mal tiefer in diese ganze Thematik einsteigen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Es ist ja so, dass wenn ich den Patienten ganzheitlich betrachte, das heißt, ich auch seine Lebensgeschichte mit einbeziehe, seine genetischen Voraussetzungen in dieser Welt, aber auch seine epigenetischen Angebote an dieser Welt mit dem Patienten gemeinsam analysiert habe und dann jetzt als nächsten Schritt in die therapeutische Schiene hineingehe, also eine Zeit lang eine andere Umgebung für meinen Patienten sein zu dürfen, durch meine Person sowieso, aber auch durch meine Therapien, dann ist es wichtig, einen letzten Aspekt noch zu berücksichtigen. Und das ist die Evolution. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber es ist essentiell, denn ich muss wissen, wie hat sich in der Evolution alles so entwickelt, dass wir an dem Punkt angelangt sind, an dem wir jetzt sind. Und dann kenne ich die Voraussetzungen, ob überhaupt die Maßnahmen, die ich treffe, evolutionär überhaupt einen Sinn machen oder wirken können. Ja? Oder wohin geht die Evolution, wohin bringt sie uns? Ja? Und ob der Mensch überhaupt imstande ist, sozusagen zum Beispiel sich selbst zu verändern. Ja? Habe ich den freien Willen, mich zu verändern oder nicht? Geht das überhaupt? Oder bin ich nur eine Antwort, eine Reaktion auf meine Umwelt? Und wenn das so ist, welche therapeutischen Elemente muss ich dann mit einfließen lassen? Ja? Wenn ich immer nur Symptome behandle und etwas wegschneide, wird sich für den Patienten gar nichts ändern, dann kommt die nächste Krankheit. Das also kann also nicht eine langfristige oder nachhaltige Medizin sein. Und mein Generalthema ist immer die Nachhaltigkeit auch in der Medizin. Und wenn ich da jetzt kurz einsteigen darf, würde ich ein bisschen beginnen mit der Evolution. Ganz ein wichtiges Thema ist einmal, dass man auch die Zellen des Menschen versteht oder das Prinzip der Evolution. Also wir haben ja ganz am Anfang, das hat begonnen ca. 500 Millionen Jahre nach Entstehung des Sonnensystems und der Erde, haben sich ja schon die ersten Lebewesen entwickelt, also Einzeller, ne, die sich dann aus einer sehr stickstoffhaltigen Luft ernährt haben. Das ist ungefähr 1 Milliarde Jahre gegangen und dann hat es einen großen Shift gegeben, weil die haben so viel von dem Stickstoff verbraucht und das in Sauerstoff umgewandelt, aber die Zellen konnten nicht den Sauerstoff verwerten. Ja? Jetzt haben sich dann doch ein paar Zellen eben spezialisiert, immer mehr und mehr, auf diese Sauerstoffverwertung und die anderen Einzeller haben dann diese Bakterien, ja, haben sie dann gebeten, lass uns zusammenarbeiten und die Bakterien wurden inkorporiert und wurden dann zu den Mitochondrien. Und so sind also die modernen Zellen entstanden, die Zelle und drinnen dann das Kraftwerk der Zelle, ja, die Atmung der Zelle, genannt Mitochondrien. Aber das sind eigentlich inkorporierte Bakterien, die haben also beschlossen, zusammenzuarbeiten. Und dann, was dann noch immer wichtig war von Anfang an, hat es ja auch diese Viren gegeben. Also die Viren sind ja immer ein Teil des Ganzen gewesen und die Viren und die Bakterien, die haben immer so eine Kooperation gehabt. Ja, natürlich auch ein bisschen einen Wettkampf und ein, ja, wer ist der Stärkere und so, aber das ist ja immer so. Ja? Also letztlich hat es gemündet dann in Kooperationen. Ja? Also viele Viren wurden ja auch inkorporiert oder die gehen ja sowieso in die Zelle rein und wurden zu einem Teil der DNA, also die sind wirklich in unseren Genen drinnen, also 15% sagt man, ist Virus-DNA und eines von diesen Viren, die dann halt zu einer Zusammenarbeit aufgefordert wurden und so als Mithelfer in der Zelle, die haben das, produzieren jetzt dieses Synthezin, das ist das Protein, das die Anhaftung etwas Fremden in der Mutter bewirkt. Also in der Plazenta ist das so ein Protein, ja, das bewirkt, dass die Mutter den Embryo nicht abstößt.
Weil das ist ja was Fremdes. Ja. Das hat ja, Hälfte ist ja männliche DNA. Ne? Das hat, und das wird nicht abgestoßen. Ne? Und das ist, das hat ein Virus bewirkt. Ja? Also diese Zusammenarbeit war ganz essentiell in der Evolution. Gut, und dann hat sich das Leben weiterentwickelt. Wir wissen, dass es im Meer entstanden ist, dann ans Land gegangen und die Pflanzen und Tiere und so weiter haben sich entwickelt. Und ich möchte jetzt dann doch ziemlich schnell dann zur Anthropologie kommen. Das ist also der Teil der Evolution, der sich mit dem Menschen beschäftigt, wie sich der Mensch entwickelt hat. Ne? Und es ist so, dass der Mensch sich ja auch unter anderem dadurch auszeichnet, dass er das Feuer beherrscht. Ne? Also dass er mit Feuer umgehen kann. Das kann an und für sich sonst kein anderes Lebewesen. Ne? Und manche Forscher sagen, das kann der Grund sein, warum bei Menschen immer mehr und mehr sozusagen durch das Feuer die Nahrung besser aufgeschlossen werden konnte, sodass er höherwertige, kalorienhaltige Lebensmittel aufnehmen konnte. Und wir wissen ja, dass das Gehirn das Organ ist im menschlichen Körper, das den höchsten Energieverbrauch hat. Ja? Also man sagt, das Gehirn streitet mit dem Immunsystem um die Energie, die geliefert wird. Ja? Aber letztlich, das Gehirn braucht am meisten. Ja? Also pro Gewichtseinheit brauchst du mit Abstand die höchste Energiequote. Und, diese bessere Nahrungsaufschlüsselung durch das Feuer, durch das Beherrschen des Feuers hat dazu geführt, dass das Gehirn dann immer mehr und mehr wachsen konnte, ja? Und immer mehr Aufgaben übernehmen konnte. Und das hat dann einen Nebeneffekt gehabt, dass das Gehirn sehr groß geworden ist. Im Verhältnis zum Körper ist der Kopf und Gehirn sehr, sehr groß. Und die nächste Nebenwirkung war, dass ein ausgewachsenes Gehirn unmöglich den Geburtskanal hätte passieren können. Ja? So muss also ist Folgendes passiert, also der Embryo wurde frühzeitig geboren beim Menschen. Das ist nicht anders gegangen. Ein bisschen angelegt auf 24 Monate, gell? Schwangerschaft eigentlich. Ja, 24 Monate oder vielleicht noch länger, auf das komme ich dann jetzt gleich zu sprechen. Genau. Also der Mensch wird äußerst unreif geboren als einziges Lebewesen. Mhm. Ja, alle anderen Lebewesen sind bei der Geburt schon ziemlich reif. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Umstand, den möchte ich jetzt gar nicht zu sehr strapazieren, aber der Mensch bleibt unreif ein ganzes Leben. Das ist eines der typischen menschlichen Eigenschaften, also Anthropologie. Und der Mensch wird also unreif geboren mit einem vor allem unreifen Gehirn. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt braucht der Mensch als einziges Lebewesen endlos lang, bis er zur Letztreife kommt. Ja. Die Letztreife kann man sagen, bis die letzten Gehirn-Nervenstränge myelinisiert sind. Ja, das ist eine Myelinscheide um die Nerven, die bewirkt, dass die Nervenleitung viel schneller geht. Also, der Mensch wird äußerst unreif geboren und braucht ca. 18 Jahre, um reif zu werden. Mhm. Ja. Und jetzt, durch diesen ganzen Vorgang, diese 18 Jahre der Ausreifung sozusagen, ist da ein Lernprozess. Und dieser Lernprozess, der hat nichts mehr mit genetischer Evolution zu tun, sondern nur mehr mit kultureller Evolution. Also der Mensch entwickelt sich kulturell weiter. Und wie wir heute wissen, was vor 20 Jahren noch oder 30 Jahren völlig absurd war, dass der Mensch das Erlernte epigenetisch weitervererben kann. Mhm. Das, was der Vater lernt, wird der Sohn besser können schon, als andere Kinder, wo der Vater das nicht gelernt hat. Wie der Vater sich ernährt mit diesen Neigungen zu Krankheiten, wird der Sohn schon geboren. Was der Vater Spritzmittel verwendet, wird der Sohn schon vielleicht mit einer Neigung zum metabolischen Syndrom, zum Diabetes geboren. Ja? Also was wir erlernen, geben wir weiter epigenetisch. Ja? Das Erlernte. Es ist also so, dass der Mensch 18 Jahre lang sozusagen diesem Lernprozess ausgesetzt ist. Ja? Mhm. Und das ist ja rein kultureller. Also die Bilder, die in dieser Gemeinschaft da sind, das, was man in der Gemeinschaft weiß, ja, ist eine kulturelle Weitergabe. Ja? Und das ist auch der Grund, warum die Menschen auf der ganzen Welt zwar genetisch gleicher sind als eine einzige große Affengruppe. Ja? Da gibt es mehr genetische Vielfalt als in allen Menschen auf der Welt. Aber doch so unterschiedlich, wie wir wissen, von der Mentalität, von der Kultur und von allem. Die haben sich also kulturell auseinandergelebt. Ja?
Das heißt, vor circa 30 bis 40.000 Jahren, sagen Wissenschaftler, ja, ist dieser Knick passiert, dass der Mensch sich von der genetischen Evolution in die kulturelle Evolution katapultiert hat. Das heißt, ein Mensch, der diese Lernprozesse durchläuft und in den Gesellschaften aufwächst, wenn der irgendwie eine Schwäche hat, zum Beispiel, ja, dann hat das keine Bedeutung mehr. Ja? Dann hat das keine Bedeutung mehr, weil es gibt an jeder Ecke einen Supermarkt, du kannst noch so hilfsbedürftig sein oder was auch immer, ja? Unreif sein oder was auch immer, du wirst trotzdem immer überleben und kannst dich auch vermehren in dieser Unreife. Ja? Also diese genetische Selektion findet nicht mehr statt. Stimmt, ja. Findet nicht mehr statt, ja. Das ist das eine. Und dadurch, dass die genetische Evolution nicht mehr stattfindet, sondern nur mehr eine kulturelle Evolution, ist es nicht mehr notwendig, auf die Natur zu hören. Die Natur als einen wesentlichen Teil von mir zu sehen. Ja? Zu spüren, dass die Natur ich ist und ich die Natur bin. Ja? Dass sich das eine in das andere verströmt. Ja? Und das andere sich in das eine verströmt. Dass meine Grenze nicht hier ist, sondern dass ich, wenn ich bei einem Baum vorbeigehe, meine Energie und mein Mikrobiom teils zu dem Baum übergeht und ich ein bisschen was mitnehme von dem Baum. Unabhängig von allen anderen Sinneseindrücken. Diese komplette Einheit mit der Natur und diesem unbewussten Wissen um auch meine Gesundheit und unbewusstes Wissen dieser ganzen Zusammenhänge, diese Instinkte und so weiter. Das ist völlig verloren gegangen bei den Menschen. Hm. Ne? Also, und jetzt wird es spannend, weil jetzt sind wir, ich habe das sehr kurz gemacht. Ich könnte ja, natürlich, aber es erklärt ja schon mal einiges und ja, verständlich und ja, gibt einfach Aufschluss darüber, wie es jetzt aussieht. Genau. Ja. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, der so aussieht. Ja? Hm. Wir haben den Kontakt zur Natur völlig verloren. Ja? Wir sind doch ziemlich viele Menschen. Ja? Wir haben überhaupt kein bodenständiges Wissen mehr. Ja? Wenn jetzt der Strom überall abgedreht wird, ja, wie sollen wir uns ernähren? Ja? Also ich habe gelernt, von meinem Freund in den Wald zu gehen und ich weiß, wo ich Wildgemüse finde und wo ich Wildheilkräuter finde und Pflanzen. Ja? Ich denke mal, ich könnte halbwegs überleben. Ja? Aber letztlich ist dieses Wissen verloren gegangen. Und ich muss ja wissen, dass ich nicht zu viel mehr nehmen darf, damit er genug nachwächst und so weiter. Dass ich wirklich im Einklang, im wahrsten Sinn des Wortes, mit der Natur leben kann und so weiter. Ja? Das ist alles weg. Ja? Und weil das weg ist, ist das mit ein Grund, dass es mehr Ängste gibt in dieser Welt. Wir haben schon bei einem anderen Interview, wie ich ein anderes Mal eingeladen war, haben wir gesprochen über Angst versus Urvertrauen. Ja. Ja? Wenn ich das alles weiß, alles Intus habe, dann ist das Urvertrauen da. Was soll dann noch sein? Ja? Ich komme immer zurecht. Ich glaube auch, dass dieses alte Wissen noch in uns steckt. Und wenn wir uns von dieser Angst befreien und wieder mit der Natur in Verbindung kommen, dass wir auch die Informationen bekommen, weißt du, den Baum oder die Pflanze, die wir benötigen. So, wenn ich jetzt da, ich war auch in einer schamanischen Ausbildung im Wald, dann zieht mich die Brennnessel zum Beispiel an oder dieser Baum und da ist dann ein Schwamm, der wiederum gut ist für meine Verdauung. Also es wäre da, auch wenn wir es nicht gelernt haben, glaube ich, dass wir so ein altes Wissen in uns noch haben, so eine Speicherkarte. Ein epigenetisches Gedächtnis, genau, oder irgend sowas in, ja, diese Richtung. Ne? Mhm. Ja, das wird sicher so sein und wir haben doch die Möglichkeit, eine Sensitivität zu entwickeln und uns da wieder anzubinden, in der Theorie. Mhm. Ja? Wir sitzen da ganz gemütlich und plaudern recht schön. Ja? Und wir haben natürlich auch die ganze wunderbare Technologie, wie wir da jetzt aufgenommen werden und über Internet dann das verbreitet wird und so weiter, ja, das ist schon Realität heute. Hm. Ja? Und damit ich das alles kann, muss ich mich sehr intensiv damit beschäftigen, auch mit der Technologie. Ja? Und ich brauche viele Leute, die nichts anderes machen, als das Internet zu warten oder zu administrieren oder wie man das nennt. Ich bin ja da nicht so tief drinnen. Mhm. Ja? Aber das alles. Ja? Wir müssen unsere Ausbildungen auf diesen Gebieten machen. Ja? Andere machen die Ausbildung in Supermärkten und in der Petrochemie und was weiß ich was überall. Das ist die Wahrheit, mit diesen Dingen beschäftigen wir uns den ganzen Tag.
Und wenn ich mich mit dem beschäftige, habe ich nicht die Zeit, mich mit dem anderen zu beschäftigen. Das ist auch eine Tatsache. Mhm. Ja? Das heißt, letztlich, wir werden in den Dingen gut, die wir laufend machen. Ja? Und genau das, von dem ich erzählt habe, ja, dieser ganz natürliche Instinkt, im Urvertrauen zu wissen, wie alles funktioniert und was ich tun kann, um zu leben, ja, der ist weg. Mhm. Ja, und den können wir nicht so leicht zurückgewinnen. Ja. Das ist der Grund, warum wir unsere Gesundheitskompetenz komplett abgegeben haben. Ja. Wir können das nicht mehr. Ja. Wir sagen, um Gottes Willen, da lassen wir ein paar studieren und wir machen Wissenschaft und so weiter. Ja. Und die Wissenschaftler, die sagen uns dann, wo es lang geht. Und dem wird dann blind vertraut. Ja? Und das hat natürlich gute Seiten, weil die haben sich wirklich mit gewissen Themen auseinandergesetzt. Ja? Aber es hat natürlich auch Schattenseiten, weil die einzelnen Sparten der Wissenschaft jetzt nicht unbedingt immer das systemisch sehen kann. Ja? Die können die ganzen Dinge nicht so zu einem harmonischen Ganzen zusammenführen oft. Ja? Mhm. Wir sprechen schon immer von interdisziplinären Kongressen auch in der Medizin, ja? Und interdisziplinären Betrachtungsweisen. Aber die Frage ist, inwieweit geht es wirklich in die Tiefe dann? Ja? Inwieweit kann dieser Spezialist wirklich den anderen Spezialist verstehen? Inwieweit kann wirklich ein Virus Spezialist sozusagen einen Sozialwissenschaftler verstehen oder umgekehrt auch. Ja? Und wie gehen wir vor in einer Gesundheitskrise und so weiter? Ja? Also eines der Hauptprobleme ist, glaube ich, schon, dass wir so weit sind, dass wir keine Verbindung zur Natur mehr haben, ja? Und dass wir die ganze Kompetenz abgegeben haben. Ja? Und das ist wichtig in meiner Betrachtungsweise des Menschen, ja, wenn der Patient jetzt vor mir sitzt. Egal, wer hereinkommt bei mir, egal, was der vorher für einen Lebensstil gehabt hat oder sonst was, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ganz egal, in dem Moment hat dieser Patient mein ganzes Herz. Und ich möchte zutiefst diesen Patienten verstehen können. Und die Evolution hilft mir dabei. Ich kann verstehen, warum der so ist und warum sich der Lebensstil so entwickelt hat und die Lebensgeschichte und warum dann darauf die Krankheit entstanden ist. Mhm. Ja, ich kann verstehen, dass der Patient nicht anders konnte und dass der sowieso immer sein Bestes getan hat, ja, weil es eben gar nicht anders ging. Und das öffnet mein Herz schon sehr, sehr weit. Mhm. Ja, aber es ist gleichzeitig dann auch eine wichtige Überlegung für meine Therapie. Ja. Kann ich eine Änderung überhaupt bewirken von jemand, der so weit von der Natur entfernt ist? Ja, der einfach kulturell so massiv geprägt ist von gewissen Bildern, vom Lebensstil so geprägt ist. Gibt es überhaupt noch Chancen, dort therapeutisch irgendwas zu bewirken? Können wir das Schicksal noch ein bisschen umbiegen? Ja, das ist so, sind so zentrale Fragen immer, die ich dann eben meinem Patienten auch erkläre. Ja? Weil ich möchte, dass der Patient auch durch seine Krankheit wieder weiser wird und einen Schritt in Richtung Weisheit machen kann. Weil das wäre ja auch ein schöner Teil der Evolution. Ja? Und darum ist diese Überlegung, und das ist das Thema eben dieses Interviews, auch wichtig und mit einzubeziehen. Was kann überhaupt verändert werden? Ne? Was kann ich mit meinem Patienten gehen für einen Weg? Wie ist es denn wirklich, wenn dann ein Patient zu dir kommt, merkt, okay, ich bin irgendwie völlig auf dem wahrscheinlich nicht optimalen Weg, aber ich bin so geprägt durch diese Umstände. Mhm. Welche Therapieformen wendest du da an, um eben diese, weißt du, ich denke mir immer, dieser Patient kommt dann mit wirklich so Scheuklappen und hat überhaupt gar keine Möglichkeit, outside the box zu denken, ja, so sich einem neuen Feld zu öffnen, um mal zu spüren, wie fühlt sich's denn an, ja, wenn ich mit mir verbunden bin, genau. Oder wenn genau. Also genau, da es geht genau um den Punkt, den du jetzt gesagt hast. Was kann ich tun, damit ich dieses Gefühl Richtung Gesundheit hin entwickeln kann, mhm. Ja, ein Bild entwickeln kann, ja. Ja. Und ich brauche einfach das Gefühl und das Bild, damit ich überhaupt dorthin gehen kann. Das ist ja auch dieses Thema der Salutogenese, ne? Und da ist es, und da ist der Paracelsus, ist da wirklich ein großes Vorbild für mich. Der hat gesagt, wir wissen nicht, wie weit der Patient auf welchem Gebiet entfernt ist von seiner Mitte oder Ganzheit. Mhm. Darum ist es immer wichtig, auf allen Gebieten
gleichzeitig zu arbeiten mit dem Patienten. Und das ist auch ein Grundprinzip in unserem medizinischen Zentrum. Ja, wir arbeiten auf allen Gebieten. Wir schauen uns die Ernährung an und wir bitten, bitte 3 Monate habe ich so eine ganz grobe Idee für dich für Ernährung. Ein Zettel nur, eine ganz einfache, grobe Richtung. Und danach kannst du wieder machen, was du willst. Ja? Ja. Er wird nicht mehr machen, was er will nachher, weil er wird ein anderer Mensch sein. Ja? Mhm. Aber um diese Schwelle ein bisschen niedriger zu setzen, ja, diese Überwindung, nur 3 Monate einmal. Ja? Dann, wir fangen immer an mit Bewegung, so wie die Griechen in den Asklepios-Heiligtümern, in diesen Heilzentren. Ja? Die Bewegung ist essentiell, so wie wir gesehen haben bei Krebspatienten. Ja? Die können bei durchschnittlichen Brustkrebspatienten, die Diagnose bekommt und anfängt mit Krafttraining, die hat um 30-40% weniger Rezidive als die, die das nicht macht. Ja? Mhm. Also das ist auch, und das Krafttraining schafft Muskeln, ist eine andere Umgebung für den Patienten, wird sozusagen etwas verändern. Wir arbeiten mit Trancen, ja? Dass das Vorbewusstsein wieder herauskommt, ja? Türen aufgehen und Ressourcen frei werden. Ja? Wir arbeiten mit Konstitutionsanalyse, wir geben gewisse Heilpflanzen, die genau individuell zu den Menschen passen, ja? Da sind diese Heilpflanzen eine neue Umgebung wieder. Und alle diese neuen Umgebungen werden langsam doch eine Veränderung bewirken. Muss so sein, weil das ist ja das Prinzip der Evolution. Ne? Ja, super schön. Wenn sich jetzt doch auch Ärzte nochmal ihr Feld öffnen wollen, ja, für neue Erkenntnisse oder auch eben den Patienten aus dieser ganzheitlichen Sicht zu erkennen. Oder auch Leute, die sagen, oh, ich bin eigentlich Therapeut oder Privatperson, ich möchte es aber für mich erleben und erkennen können, gibt es da Möglichkeiten? Ja, natürlich. Das Wichtige ist, wenn man ein gewisses Wissen erreicht hat, es zu teilen. Mhm. Ja, das ist auch ein Prinzip der Evolution. Und wir haben in Wien eine Akademie für traditionelle europäische Medizin, wo ich ärztlicher Leiter bin und die Direktorin ist die Frau Erna Janisch. Da kann jeder teilnehmen. Es dauert 3 Jahre und das ist wirklich ein geistig-seelisches Wachstum für jeden, der das macht. Und wir haben auch jetzt für Ärzte ganz neu aufgelegt ein Curriculum, ein 2-Jahres-Curriculum, das doch intensiv ist, aber auch neben der Arbeit funktioniert, zur Ausbildung für traditionelle europäische Medizin. Mhm. Ja, das nur für Ärzte ist, weil wir dann doch therapeutisch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ne? Also wir versuchen wirklich unser Wissen zu teilen, weiterzugeben, den Menschen auch zu helfen, selber zu wachsen und dann auch daraus in die Therapie zu gehen. Ja, ja. Ich glaube auch so ein gewisser kleiner Teil der Menschen wird sich jetzt auch dessen bewusst, dass sie auch eben einen bewussteren Arzt benötigen, um eben komplexere Krankheitssymptome, die natürlich jetzt auch entstehen, chronische Erkrankungen, wirklich auf einer anderen Ebene dann zu therapieren. Und dann gibt es dann diese Bälle, glaube ich, die sich jetzt gegenseitig hochschaukeln. Ja, super. Ja, vielen Dank, lieber Gerhard, dass du heute da warst. War wieder sehr spannend. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Für mich ist es immer schön, da zu sein. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch immer. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen. Dankeschön. Danke. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen aus unserem wundervollen Strauß der Ganzheitsmedizin. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.